Also wir sind vollständig gegen diese Liberalisierung, weil sie keine Vorteile bringt, sondern eher Nachteile. Wenn eine Menge Unternehmen sich auf der Schiene tummeln, wird es insgesamt sehr unübersichtlich für alle, für Verbraucherinnen und für Verbraucher, also die Fahrgäste, aber auch für die öffentliche Hand, die das organisieren will, und für die Sicherheit. Die Kommission greift zurzeit die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge an, einmal mit der Konzessionsrichtlinie, aber auch mit dem vierten Eisenbahnpaket, weil es darum geht, den privaten Unternehmen in der EU die Profite zu sichern auf dem europäischen Binnenmarkt. Und da geht es dann darum, möglichst viele Aufgaben der Daseinsvorsorge auch auf den Markt zu bringen und zu privatisieren. Für mich gibt es kein positives Beispiel für eine Liberalisierung, dass es den Menschen in irgendeiner Form genutzt hätte. Die Vergabe und Ausschreibung zwingt ja die Kommunen, dann die öffentlichen Aufgaben an private Anbieter weiterzugeben. Es sei denn, das eigene öffentliche Unternehmen gewinnt die Ausschreibung. Aber es führt dazu, dass die öffentliche Hand dann es nicht mehr in der Hand hat, die Preise zu regulieren und auch die Ausbildung der Beschäftigten, die bei privaten Unternehmen Eisenbahnzüge steuern, die ist einfach nicht so gegeben wie zum Beispiel bei der Deutschen Bahn in Deutschland. Also die Linke wird mit Sicherheit gegen das vierte Eisenbahnpaket stimmen. Natürlich versuchen wir mit einzelnen Anträgen das Beste rauszuholen, aber das Endergebnis bleibt schlecht, weil der Kommissionsvorschlag gegen die Beschäftigten bei den Eisenbahnunternehmen und auch gegen die Kundinnen und Kunden ist.